Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, Excellency, I don't know if it's you up there, but I think I can't identify you. I don't know if you're even present. Nice to see you, brother. Meine Damen und Herren, es ist angemessen, dass sich die Grünen der Bitte gefügt haben, der namibischen Regierung diesen Antrag hier zurückzuziehen. Die Damen und Herren und Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei haben es nicht getan. Ich denke, dass man diese Bitte respektieren hätte sollen und nicht versuchen hätte müssen, innerhalb einer Vertiefung der sich in der Regel als sehr, sehr positiv gestaltenden, des positiv gestalteten bilateralen Dialogs unserer Regierung mit der namibischen hier unnötige Hürden aufzubauen. Deutschland und Namibia verbindet aus dieser Historie heraus natürlich auch eine besondere Partnerschaft und auch eine große Verantwortung. Dieser Sachverhalt ist nicht strittig. Und das drückt sich auch in Zahlen aus, wie bereits auch mehrfach schon aufgeführt. Unsere Regierung machte im Oktober 2015 neu zu sagen in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit in Höhe von 69,9 Millionen Euro. Bis 2015 beliefen sich die Gesamtzusagen für Namibia von Seiten der Bundesregierung auf insgesamt 870 Millionen Euro. 2004 hat Deutschland zum Anlass des 100. Jahrestags der Schlacht am Waterberg in einer Sonderinitiative zur Versöhnung 36 Millionen innerhalb der finanziellen Zusammenarbeit zugesagt. Namibia hat 2,4 Millionen Einwohner. Ich denke, das ist eine Summe, mit der man sehr, sehr viel anfangen kann. Wenn Sie das Ganze jetzt zum Beispiel auf Nigeria mit seinen 160 Millionen Einwohnern übertragen würden, würde man sagen, das ist vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier ist das nicht der Fall. Und wenn ich sage, man könnte mit diesen Summen einiges bewegen, denke ich hier zum Beispiel an die Steigerung der Ausbildungsqualität. Es ist ein großes Problem in Namibia, und zwar in allen Bildungsbereichen. Und Namibia ist ein wunderschönes Land, und Capacity Building im Bereich Tourismus wäre hier auch ein weiterer konkreter Ansatzpunkt. Und was ich hier generell einfach auch einmal erwähnen möchte, nämlich dass Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen wie beispielsweise China oder auch andere europäische Länder so gut wie keine Zugeständnisse an die eigene Wirtschaft afrikanischen Ländern abverlangt. Und es ist ein Punkt, den, glaube ich, einfach man hier mal ansprechen muss. Und neben der Sinnhaftigkeit Ihres Antrags, liebe Kollegen von der Linkspartei, und zwar dahingehend, dass Sie dem Wunsch der namibischen Seite nicht entsprechen wollen, da möchte ich Folgendes dazu bemerken. Sozusagen Ihr namibisches Pendant vor Ort, die Workers Revolutionary Party, besteht zwar auf die Anerkennung der Folgeschuld des Genozids, erkennt aber wiederum die bilateralen Abkommen wie die zwischen der namibischen und der Bundesregierung nicht an. Im Gegenteil, sie bezeichnet sie als eine imperialistische Geste, gemäß ihrem Sprachjargon, welche an den Geschädigten, lassen Sie mich ausreden, auch wenn es wehtut, vorbeigeht. Ich zitiere aus einer Veröffentlichung durch Chief Ririwako, den Vertreter der Herero Nation: The German State, und ich denke, das Sprachrepertoire des Parlaments ist partei- und fraktionsumfassend auch befähigt, das hier zu übersetzen ohne Übersetzer. The German state increasingly insisted in doing its business solely with the Namibian government and not with the parties to the dispute, the Nama and the Herero nations. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wort, die Wortwahl Business im Kontext zu Reparationszahlungen in Bezug auf eine Genoziddiskussion wirft für mich einige kritische gedankliche Szenarien auf. Und zu dem dies auch heißen wird, falls wir hier mit der namibischen Regierung in direkter Form zu Rande kämen,
nicht zwingendermaßen damit zu rechnen ist, dass diese Sache für die betroffenen Ethnien dann auch vom Tisch ist. Hier gibt es, wenn ich das bemerken darf, auch einmal einen Erklärungsbedarf. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende meiner Redezeit, sehe ich. Ich denke, dass diese Debatte, weiß Gott, zu ernst ist, als dass man sie als Selbstdarstellung einzelner Parteien nützen soll. Und meine Damen und Herren, ich denke, dass die monothematische Festlegung, Herr Kekeritz, da spricht der Richtige. Lassen Sie mich wenigstens höflicherweise hier mich noch verabschieden von unseren Gästen, dass die monothematische Festlegung unserer gegenseitigen Beziehung sich, wenn die bei diesem Thema aufhört, dass die schwarzafrikanisch-namibische Bevölkerung am allerwenigsten davon profitieren wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Kollegen von der Opposition. Schließe die Aussprache.